krass, das ist eine ganz andere Optik als bei mir, ey. So, wir warten noch ganz kurz. Wir fahren jetzt nämlich mit 2 Streetlights los. Das ist ja geil. Ach man, ich muss echt schon sagen, das ist eine coole Truppe, Alter, hier in Bielefeld. Geil. Oh shit, das ist echt anders. Boah, ganz anderes Gefühl. Aber es geht klar, es geht klar. Ja, die wiegt auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr als meine hier. Aber was für eine geile Aktion auf jeden Fall von Harley Davidson Bielefeld. Also bitte, ich werde jetzt hier oben rechts mal den Instagram-Account verlinken. Bitte, jeder, der mein Video sieht, pusht die einmal. So eine Aktion gibt es eigentlich selten. Der Kollege hier vor mir, Andreas, arbeitet auch bei Harley Bielefeld. Und ey, das ist so cool einfach, dass sie das machen mit mir. Ich meine, die hätten das gar nicht nötig normalerweise, ne? Aber was für ein erhabenes Gefühl auf so einer Streetlight. Das ist schon ein bisschen anders auf jeden Fall. Aber man gewöhnt sich eigentlich schnell dran. Ja. Ja, ja genau, das ist echt easy. Ja. Oh Mann, Alter. Geht auf jeden Fall besser als meine. Ja gut, hier ist auch ein bisschen mehr Saft drin. Oh oh, ich glaube, das ist keine gute Idee, hier so ein Ding zu fahren, ey. Aber man sitzt echt ganz anders. Ey, bei mir sitzt du richtig so tief halt, ne? Und ein bisschen... Das ist schon... Ja, ja. Oh Mann, ey, macht das Bock. Die Farbe ist auch einfach so brutal. Boah, das gefällt mir richtig gut. Ey, das fühlt sich so gut an. Ich war, bei mir war das immer so am Anfang, okay, ey, die hat mir eigentlich gar nicht gefallen. Ne? Da war viel zu viel dran. Irgendwie mit 18, 19, 20 war immer so nach dem Motto, weniger ist mehr. Ne? Aber mittlerweile, ich weiß auch nicht, irgendwie, die holt mich so ab. Ne? Das ist so ein schönes Teil. Also hätte ich die Kohle, die ich gerade wirklich dafür nicht habe, leider, weil wir halt gerade ein Haus bauen und so, da hätte ich mir die geholt oder würde ich mir die jetzt kaufen. Allein schon, also genauso wie sie hier steht, ne? Die Farbe, die holt mich total ab. Also ich finde die richtig geil. Das Einzige, was ich machen würde, wäre halt der Auspuff. Hier ist gerade der Originale dran, aber ey, das sind alles Luxusprobleme. Alter, fährt die gut, ey, fährt die gut. Allein schon auch, wenn du jetzt hier so sitzt, ne? Ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist wie im Wohnzimmer hier. Die Musik hätte ich jetzt gerne getestet, aber dann wird es wahrscheinlich Probleme mit dem ja, so Urheberrecht geben und so weiter bei YouTube. Deswegen, das werde ich mir auf dem Rückweg mal gönnen. Das kann ich euch leider so jetzt nicht zeigen. Ja, also, was ich sagen kann, ist, vom Fahrgefühl her ist es echt Wahnsinn. Ein riesen Unterschied zu meiner Heritage Softail Classic. Aber klar, ne? Da sind natürlich Welten. Erstmal sind da Welten zwischen. Meine ist von 2003, die hier ist von 2020. Und da sind auch finanzielle Welten dazwischen. Ne? Aber jetzt weiß ich auch mittlerweile, warum viele von den Leuten echt Bock haben auf, ja, ich sag mal, Streetlight. Ne? Ich merke den Wind gar nicht. Ich habe damals das Windschild abgebaut, weil ich das nicht so sexy fand. Aber ich sitze hier ganz easy. Es sind, glaube ich, gerade irgendwie um die, ich weiß gar nicht, 14 Grad oder so, 15 Grad. Und ich merke einfach mal gerade original nichts. Außer natürlich Richtung Helmbereich. Ne? Aber das ist ja klar. Oh Mann.
kann man sich dran gewöhnen, ne? Ja, man ist sich halt auch noch nicht zu sicher mit dem Ding, ne? Ich will es auch einfach nicht verkacken hier. Junge, hat die Druck. Das Einzige, was heute auf jeden Fall nicht passieren sollte, ist, dass ich die Karre irgendwie hinschmeiße. Das wäre jetzt nicht der perfekte Start. Wie geil auch einfach, dass er hier mitfährt und einfach mich jetzt mal so ein bisschen bei meinem Video begleitet, ne? Also ich glaube, die haben auch genug andere Dinge zu tun. Die müssten mir null sowas hier ermöglichen. Allein das ist schon auf jeden Fall ein fetter Pluspunkt, ey. An die Jungs mit etwas Bauch kann ich nur sagen, sitzt sie halt ein bisschen anders drauf. Das heißt, du musst echt gerade sitzen, sonst drückt die Trommel immer nach vorne. Das sieht natürlich auf so einem schönen Gerät nicht so geil aus, ne? Nur mal so als kleiner Hinweis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Farbe kommt auf dem, also in Wirklichkeit kommt die Farbe viel geiler rüber als auf den Bildern. Auf den Bildern hat die mir gar nicht gefallen, aber in echt ist das nochmal was anderes. Obwohl es auch jetzt nicht so 100% meins, sage ich euch ganz ehrlich, weil das ist hier schon mein Favorite, ne? Also wer wirklich Interesse hat, sich eine Harley zu kaufen und die aus Westfalen kommt, kommt ihr auf jeden Fall nach Harley Bielefeld. Auch die Einweisung alleine schon. Super entspannt. Ja, da wird hier nicht auf dicke Hose gemacht oder gar nichts. Da wird dir ganz normal vernünftig erklärt, wo die Reise hingeht. Es wird dir was über das Bike erzählt. Alles locker weg. Und das willst du halt auch, ne? Also echt eine coole Truppe hier in Bielefeld. Danke auch an jeden Einzelnen von euch. Das ist echt nicht selbstverständlich, dass man sich hier für mich so die Zeit nimmt. Sau cool. Ja, ich lasse meine dann bei euch stehen, ne? Ich nehme die dann mit. Ja? Ja, ey, ohne Witz. Das ist auch einfach echt so ein, ja, das ist echt so ein erhabenes Gefühl irgendwie, ne? Ja. Ja. Also am Anfang ist es natürlich normal. Man ist das Ganze so nicht gewohnt irgendwie, ne? Dann fährst du auf jeden Fall auch ein bisschen, ja, erstmal unentspannter vielleicht, aber mittlerweile, ey, easy. So, da sind wir. Ich habe schon überlegt, jetzt einfach abzuhauen.